Und als erstes ist sicher ein Fiebermessen. Beim Ross Fiebermessen macht man im After. Und für das kann man ganz normale Fiebermesser brauchen, wo man jeder Apotheke für den Menschen helfen kann. Man muss ihn einfach festhalten, die digitalen Fiebermesser. Man kann die nicht einfach loslassen. Kommt man einen Ross hin, lüpft den Schweif ein bisschen, tut den ins After. Und dann warten, bis er piepst. Normaltemperatur beim Ross ist zwischen 36,5 bis 38, manchmal bei heißem Wetter sogar bis 38,4. Mhm. Gut, dann als nächstes kann man die Atmung bestimmen vom Ross. Das geht fast am besten, wenn man so ein bisschen schräg hinter das Ross steht und sieht, wie sich die Flanke vom Ross bewegt, wie sie auf und zu geht. Die normale Atmung vom Ross ist zwischen 8 und 12 Atemzüge pro Minute. Und das kann man eigentlich, jetzt hat man es gerade wunderbar gesehen, wenn er so tief einschnauft, wie die Flanke auf und zu geht. Und dann der letzte Wert von diesen Pattwerten ist der Puls. Den Puls kann man entweder am Herz hören mit dem Stethoskop oder man kann es am Kopf bestimmen. Dann geht man an die Ganasche vom Ross. Hier unten spürt man die Venen und Arterien, die dort unten durchlaufen. Das ist ein Strang, der unter den Finger durchrutscht. Und da muss man ganz fein die Finger draufheben. Und dann spürt man, wie es hier innen pulsiert. Dann braucht man eine Uhr, das Telefon, damit man 20 Sekunden zählen kann und dann mal 3 rechnen. Und dann hat man den Puls pro Minute. Und der Puls pro Minute ist beim Ross bis 34 Schläge pro Minute. Wie wir gesehen haben, entweder unter der Ganasche, dort ist sehr ein guter Ort, um das zu fühlen. Wenn man ein Stethoskop hat zu Hause, kann man das auch gut ablassen. Das Herz vom Ross liegt auf der, wie beim Mensch auch, auf der linken Seite im Brustkorb rein. Und das ist ungefähr an dieser Stelle. Das hier mal einzeichnen mit der Kreide. Und es ist relativ weit unter dem Ellbogen. Also wenn man geht hören, muss man einmal schauen, dass man ein bisschen unter den Ellbogen reinkommt mit dem Stethoskop. Sonst hört man nämlich nichts. Dann hat man das Stethoskop hier unter den Ellbogen rein. Und dann hört man wunderschön das Putup, 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 Putup. Und das sollten maximal so 34 bis 36 Schläge sein pro Minute. Nach Arbeit natürlich mehr oder während der Arbeit.